Willkommen bei Gartenbob. Neues Jahr, die erste Ernte. Und wir ernten dieses Jahr. Wir mussten so lange warten, damit unser Grünkohl Frost kriegt. Nicht wundern, es gibt verschiedene Sorten. Die sieht so aus, ist aber dafür mega fest und kräftig. Ich habe also später beim Kochen in der Gartenküche so richtig schön knackigen Grünkohl. Ja, ja. So, und hier machen wir das so bei der Ernte. Ja, ganz einfach. So. Das war's schon. So in der Vergangenheit, also verdammt lang her, wurden diese Strunkse dann getrocknet, weil man nimmt ja bis das Blattwerk hier oben, ja, und trocknen lassen und als Brennholz genutzt. Ja, wer jetzt ganz viel erntet, wir haben ja bloß 3 Stück dieses Jahr mal probiert, weil das eine neue Sorte ist. Und ja, werden wir auch mal probieren, Brennholz draus zu machen. Ja, also so, wie gesagt, werde ich den jetzt noch ein bisschen lagern will, lasse das Wurzelwerk dran, in eine Tüte rein, hält er sich noch eine Weile. Ja, so, die anderen machen wir dann auch gleich noch raus. Hier kann man auch gleich mal schön sehen, dass Grünkohl, das ist, weil der kräftig ist, ist das Wurzelwerk kräftiger als bei den normalen 0815 Grünkohl. Das heißt also, er braucht schon ein bisschen, daher der große Pflanzabstand zwischen den Pflanzen, damit die sich auch nicht behindern. Nicht nur oben ums Grüne, ja, damit die Wurzeln sich nicht gegenseitig die Nährstoffe wegnehmen. So, da haben wir noch einen letzten. Oh, hier ist ja extrem. Hier sieht man erstmal noch mehr. Ja. Wir haben den ziemlich spät gepflanzt. Wenn wir diese Sorte hätten zeitig genug gepflanzt, wäre der doppelt und dreimal so groß. Ja. Er hat also zeitig genug anfängt. Ja, aber wie gesagt, das ist komplett ausreichend. Wird eine schöne große Mahlzeit oder zwei. Ja. Wie gesagt, wenn ich jetzt ernte, hält er sich noch mehrere Tage, wenn der Wurzelballen da dran bleibt. Ja, und dann ab in den Topf, schön vorgekocht mit Salz, Speck dran, Salz, Pfeffer, Paprika oder nach Belieben. Ja, aber das findet man später in unserem Gartenkochbuch.